Hallihallo, hier ist euer Darth Steffen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und ich wünsche euch viel Spaß und einen noch schönen Tag oder schönen Abend, wenn ihr auch gerade die Folge schaut. Und wir machen gleich mal an unserer letzten Baustelle weiter und versuchen mal den Hausboden schon zu verlegen, dass ich einen Ansatz habe. Ich weiß noch nicht, wie ich das Haus dann baue. Ich werde wahrscheinlich dann so ein bisschen mit Erde noch zumachen. So ein bisschen in den, in den Berg einarbeiten. Da muss ich auch schauen, wie ich das mache. Ja, das Holz verarbeiten. 24 auf dem Boden dürfte jetzt erstmal reichen. Grob. Muss ich was sehen. Bodenansatz soll ja das sein, ne? Ja. So. Das wäre ja so richtig, ne? Ja. Perfekt. Komm ich da ran? Dass ich schon mal irgendwie grob den Boden bauen kann. Dass ich einfach, einen Ansatz habt, wisst ihr? So. Das ist auch ein großes Haus, wird nur ein kleines. Erde muss ich auf jeden Fall noch abtragen. Sehen auf jeden Fall. So, das müsste so passen, denke ich mal. Ja, ist perfekt, passt so. Oh ne, von Nachbarn tut wieder diese Fußhubbelbellen, Alter. Wenn ihr hören könnt, wie das klingt, Alter, ey. Da wünsche ich echt manchmal, dass der Hund unter die Räder kommt. So, blip. Ups, Blatt gefahren. So eine Art, ne? Also, ganz ehrlich. Manchmal wünscht man sich das bei solchen Hunden. Die ganze Nacht rumkläffen, man das ganze Zeit nur hören muss. Das gibt Kläffe. Das geht einen schon auf den Sack. Auf Dauer. Ja, das habe ich keinen. Doch, ich habe noch genug Sticks. So. Baue ich gleich mal zwei. Und hole mir noch ein bisschen Holz. Das Holz hat natürlich nicht gereicht. War auch logisch. 44 Holz kommt man nicht weit. Aber jetzt sind ja noch genug Bäume. Hauen wir einfach noch weg. So. Gut, achso. Ja, ich denke mal einige, beziehungsweise meine eine beste Freundin, Svea, falls du die Folge sehen solltest. Ich werde bei Gelegenheit deine letzte Showwelt weiterspielen. Wahrscheinlich sogar als Let's Stream. Ich werde es wahrscheinlich sogar streamen. Alles klappt, so wie es will. Ja, da ist als Stream bringen und natürlich dann auch auf YouTube noch hochladen zusätzlich. Weil ich denke, man kann ja nicht hier beim Team zuschauen. Zeitlich, weil ich denke mal, manche werden auch noch auf Arbeit gehen müssen abends. Keine Ahnung, was sind noch auf Arbeit. Auf jeden Fall werde ich das wahrscheinlich mal Samstagabend als Stream machen. Ups. Ich muss mal schauen, an welchem Samstag. Ich denke mal, es werde ich schon so eine Stunde oder zwei Stunden machen, circa. Oder nur eine Stunde. Ich weiß noch nicht genau. Weil, da muss ich ja mal schauen. Kommt dann halt auf die Zuschauer an, wie viele Zuschauer ich habe. Ob es sich dann auch lohnt oder nicht lohnt, wisst ihr? Ist halt so eine Sache. Ja, gut.
Auf jeden Fall werde ich jetzt mal den Stream machen. Auch wenn es vielleicht mal nur eine Stunde ist, circa, aber ich werde es auf jeden Fall als Stream machen. Ist ja vielleicht schöner. Ich meine, ein neues Format habe. So aufnehmen, aber ich denke, ich mache einfach mal was Neues auf meinen Kanal zu geben. Das ist immer langweilig, wenn man dasselbe macht. Daher, sag ich mal, jetzt streamen, jetzt dann grüßen. So, da mache ich es auch noch hin. Seht ihr? Der Boot schon mal fertig. Gut, halt, nicht ganz. Da müssen noch zwei hin. Jetzt passt der Boot. Ja, ich muss. Komm nicht mehr hoch. Hab ich gelaufen. Ja, wie gesagt, ich muss aber schauen. Ich habe schon mal einen kleinen Test auf einmal gemacht. Stream. Es läuft eigentlich relativ vogelfrei, so wie ich es gesehen habe. Aber ich werde noch meine kleine Testaufnahme machen müssen, wahrscheinlich. Und dann schaue ich mal, ob alles perfekt ist. Oder zumindest so wie es sein sollte, das erste. Und ja. Ihr könnt euch ja einfach überraschen lassen. Ihr hört euch natürlich rechtzeitig, ungefähr eine Woche voraus oder eine halbe Woche voraus informieren, wann das Stream startet und läuft. Dass ihr auch Bescheid wisst, welcher Tag, welche Uhrzeit. Nicht, dass es dann so überraschend kommt und dann, dass ihr dann sagt, hast du jetzt aber nicht gesagt, dass du es an den Tag machst und die Uhrzeit. Das will ich auch vermeiden. Daher werde ich dann natürlich rechtzeitig informieren, wann das Stream gestartet wird. Ja, also keine Sorge, dass ihr zu kurz kommt oder so. Information wird es auf jeden Fall geben. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass ich hier nicht rechtzeitig euch informiere darüber. Das werde ich auf jeden Fall machen. Weil sonst kriege ich von euch geschimpft ist, dass ich ja nicht rechtzeitig informiert habe, dass das Stream dann gestartet wird an den Tag und die Uhrzeit. Daher keine Sorge. So, hätte ich schon mal den Ansatz fertig hier, ne? Oh, Spitze Erde habe ich auch mit. Alles klar. Muss noch mit Holz machen. Das Eingang. Das heißt, es ist ein bisschen enger. Ich glaube, das wird einfach so ein kleiner Höhleneingang. Behausung sein für den Höhleneingang. Und hier werde ich dann gleich ein paar Kisten knallen als Lagerung, als Zwischenlagerkisten. Und ja, gut. Gehe ich erstmal hier runter. Denn die Fangzeit ist bald um. Ich habe das Thema jetzt viel nochmal angesprochen. Und ja. Ich weiß nicht, wer von euch, die hier Minecraft schauen, alles mein neues Let's Play anschauen von DC Universe Online. Ja, das sind halt drei Videos, drei Parts, die ein bisschen ruckelig sind. Ich habe das jetzt eingestellt, die Skalierung runtergenommen von der Qualität. Jetzt geht es einigermaßen gut. Und ja. Ich habe auch schon von ein paar Leuten Feedback bekommen, dass es gut ist, das Let's Play, und ja. Da wird es auf jeden Fall immer weitergehen und das wird immer täglich Dienstag und Donnerstag kommen. Vorübergehend. Ich werde es vielleicht auch noch ein bisschen anders legen, dass es vielleicht auch am Wochenende kommt. Mal schauen. Das kann ich noch nicht sagen. Und ja, schaut auch mal bei den Let's Play vorbei, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen. Gut. Das hätte ich auch erledigt und gut. Da beenden wir mal die Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wie immer. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Minecraft wieder. Euer Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein. Ciao mit V und selbe Stelle, selbe Welle. Wie immer halt. Euer Darth Steffen.
wünsche noch einen schönen Tag, beziehungsweise schönen Abend. Tschüüüüü.